habt Interesse an diesem oder an anderen günstigen Spielen? Schaut mit dem Link in der Videobeschreibung bei GamesPlanet vorbei. Ich hab's gerade gehört, dass du es scheiße findest, dass ATS einzeln rauskam, anstatt als DLC. Ich glaube, du hast ja deine Frage gerade selber beantwortet. Nein, aber ich rede gerade, ob du es gut findest, dass in ATS genau die gleichen Updates rauskommen wie für ETS. Weil das macht ja eigentlich keinen Sinn, weil in Amerika sind die. Tonstudio, halt die Fresse. In Amerika sind ja komplett andere Dinge als in Deutschland beziehungsweise in Großbritannien. Sagen wir es mal so, ich finde es gut, dass sie zumindest für beide Updates raushauen. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Es gibt Leute, die sagen dann, alte Software können wir nicht mehr updaten. Und dann bald wird ETS abgeschafft, beziehungsweise werden keine Updates raus. User in your channel was banned from the server. Okay. Warum? Wer war das? Das war aus Jonas. Versehen. Ja, aus Versehen. Und hat da noch nervt dazu geschrieben. User was moved to your channel. Ich war's nicht. Wirklich? Ja, das war Jonas. Gehen die User left your channel. Ist mir bewusst. Er ist mir direkt in der David, willst du ihn auch mal bannen? Ja, bitte. Was gib mir bitte die Sicherheit mit. Bitte. Mach. Danke. Soll ich ihn bannen? Nee, er macht schon. Ich habe keine Rechte. Doch, soll ich ihn bannen? Ach so, warte. Ja, warte. Warte, ich muss mal gerade das Spiel pausieren. Moment. Client bannen. Und jetzt. Tschüss. Und tschüss. So. Oh Mann. Ups, warte. Jetzt nehme ich dir nur die. Ich wieder weg. So. Tonstudio, könntest du mal bitte den Jonas wieder entbannen? Wenn du mir sagst, wie es geht. oben Extras, Bandes und dann Band entfernen. Okay, ja, gut, genau. Ich glaube, mein Kollege ist auch leicht debil, kann das sein? Ich glaube, er, Jonas, hat einen an der Klatsche. Nee, ich meine den Kollegen, der vor mir steht. Meinst du, der halb auf der Straße steht? Ja. Mit der Möbel-Hübner-Werbung. Da bist nicht, du Sau. So, ja, wenn du so wieder dazu kommen. Wenn du so nah ranfährst, dann kann er auch nicht losfahren. Ist mir doch egal. Jonas sollte jetzt wieder dazukommen können. Er hat jetzt keinen Bock mehr, pass auf. Obwohl, das lässt er sich nicht nehmen. Mich nochmal zu bannen. Dann muss ich jetzt auf Steam mal gucken, dann hat er mir da wahrscheinlich geschrieben. Bann Battle over 9000. Warte mal grad. Warum funktioniert das jetzt wieder nicht? Wow. Moment. Ich gucke mal gerade. Auf Steam. Tu das. Anmelden. Meine Damen und Herren, die nachfolgende Sendung verschiebt sich um ca. 30 Minuten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und alle Anschlüsse an die Zuglinie wurden abgesagt. Der Bus fährt in 20 Minuten weiter. Wo ist er denn? Hast du etwa so viele Kontakte? Ja. Ich such dich mal in Steam. Ist jetzt zwar 1 Million von dir geben, aber scheiß drauf. Ne, ich finde nicht. Keine Ahnung. So. Du heißt so wie auf YouTube, oder? Ja. Keine Ahnung, wo Jonas ist. Ach, der kommt gleich wieder rein. Für ihre Suchkriterien konnten keine Benutzer gefunden werden. Nö, kann ich nicht. Ich glaube, da hat einer nicht richtig entbannt. Ich bin kurz Server erstmal nicht hin, bann ihn wieder. 18.52 Uhr. Ja. Wurde zweimal gebannt, weil ich habe ihn jetzt zweimal entbannt. Ja, das ist normal, dass man zweimal gebannt wird. Alter, du Fliege, verpiss dich so. Als erstes wird der Name gebannt und als zweites die IP. Achso, okay, ja, jetzt ist er aber entbannt. Müsste. Aber das war es mir irgendwie wert. Wäre schon unschuldig gebannt. Na gut, so unschuldig. Was? Du spielst ja Train Simulator, oder? Gelegentlich. Erstmal kurz in deiner Bibliothek gucken, was du heute spielst. Sagen wir es mal so, ich sehe es in Train Simulator nicht ein, Geld für die ganzen DLCs zu bezahlen. In TS kannst du auch überhaupt nichts machen, außer als normal zu fahren. Wenn du irgendwas Besonderes machen willst, musst du extra DLC dafür kaufen. Nee, musst du nicht. Weil 2014 ist schon. Jonas Frickel der Jonas, den wir meinen? Hm? Weil hier fragt nämlich gerade ein Jonas Frickel, wie lange. Oh.
oder? Wie lange geht der Stream noch circa und wird noch eine andere Map gefahren, fragt Jonas Frickel. Keine Ahnung, warum kommt er nicht wieder rein? Würdest du Rocket League als Simulator einspeichern? Also Kategorien? Nee, als Actionspiel eher. Da ist er. Ach, er hat noch keine Serverrechte. Moment. Ja, gut so. So. Wird mal, der bannt mich jetzt. Ja, dann gibt's Ärger. Ey, du hast das Spiel Bus Driver? Ja, natürlich. Das gab's mal irgendwo kostenlos dazu. Ich hab mir das für 5 Minuten gekauft, hab's direkt wieder bei Steam abgegeben. Grüß so. Jonas. Ich hab dich nur für 5 Sekunden gebannt und du bannst mich für 5 Minuten. Das kann ich wahr. Story verklickt. Ja. Ja. Auch trocken hier. Direkt mit Tonstudio und eine Kiste. Ich hab mich nicht verkriegt, ich hab niemanden gebannt. Nee, aber so trocken ist er wie du. Ach so. Felix, meine Frage, bist du gerade fast von deinem Ball runtergeflogen? Ich fall immer fast angefangen von meinem Ball zu lachen. Runter. Und dafür den Ball kann man wirklich weit belasten. Ich will gar nicht wissen, was du damit schon alles gemacht hast. Sex. Was? Oh nee. Davon war auch die Rede. Lion Gamer 2, was möchtest du? Ich glaube, der will mit uns reden, er schafft es nicht. Das hier ist auch, das ist auch wieder Omsi-Qualität, ne? Guck dir das mal hier an. Dieses wunderbare Feld. Und davor einfach nur so eine Polygonwand davor gestellt. Da muss ich sagen, war der Bussimulator weiter vorne. Ist immer noch nicht, der Stream lädt noch. Was findest du eigentlich von Bus Simulator 2016? Oh, Entschuldigung. Ich habe jetzt zum Kotzen im Magen, aber wenn ich was hätte, wäre es jetzt rausgekommen. Bitte in die Tonne. Nimm deinen Bus Simulator 2008. Der ist genauso schlimm. Wo ist er? Hier. Meinst du den hier, den ich hier zufällig aus gar keinen Gründen neben mir liegen habe? Ich dachte, der liegt auf dem Boden und du stehst drauf. Ja, dann würde ich ja jetzt mit dem Ball drauf sitzen. Hat einer aufgepasst. Oder du sitzt mit den Füßen drauf. Nee, es liegt neben mir. Ganz brav. Und es bellt auch nicht. Es beißt nicht. Hast du nur Train Simulator 2012? Nein. Weil sonst hast du ja keinen Sinn. Also der ist auf meinem anderen, auf meinem privaten anderen Steam-Account. Und den habe ich meinem freigegeben, deswegen. Achso. Du meinst wohl Family Sharing? Ja, genau. Ich bin durch! Aha. Jetzt müssen wir nur noch auf die Wertung gucken. Was schätzt ihr denn? Sagt mal alle eine Schätzung. 60. 70. Bei Haltestellen bist du zu spät. Tonstudio, geh mal in den Warteraum und sag mal, so sollen alle an mich mich anpingen, also mit dem Dingens, und mir eine Prozentzahl schreiben. Weg ist er. Mhm. So. Im Chat wird auch schon ordentlich mitgemacht. 80, 20, 40, 65. Warum machst du nicht einfach einen Storepool, wo die abstimmen können? Wie ich das jetzt gemacht habe. Und dann müssen alle auf eine andere Webseite und da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ja, stimmt. Ist genauso schwer wie bei Line Gamer. Und leider ist es so, dass man bei YouTube die Karten noch nicht so schnell sind, dass du die Karte erstellst und zack ist die bei allen, weißt du? Ach, ist das hier gerade bei wie viel Prozent eine Fahrerakte ist? Oder was? Ja, genau. Das war der Fahrerakte so, ganz unten. Naja, ich würde mal so denken. 0. Minus 30. Also von Oma ist jetzt noch keiner. 35 Zuschauer, Rekord. 80%, 20,3, 40, und 65, 74,3. 74? Was? Ich hab 70 gesagt, ne? Trambahner Block zwischen 1 und 100%. Wow. So, okay. Bitte keine Eigenwerbung. Wow, sie wurden angeschubst. 64. Das kommt ja hier in die Windows-Dingens-Leiste. So. Oh, das war mein Rücken. So, fahren wir denn zurück oder fahren wir die andere Linie? Ich würde mal sagen, wir fahren die andere Linie, oder? Ja. Ich installiere doch einfach mal eine andere Map. Andere Map? Ich habe aber keine andere installiert. Der gute alte Lion Gamer 2 hat gerade gefragt, ob du morgen ca. 14 Uhr nochmal streamst, damit er mit dabei sein kann, weil er es bis dahin vielleicht geschafft hat, TeamSpeak zu installieren.
Vielleicht. Ich bin morgen um 14 Uhr nicht hier. Nächste Woche hat er nochmal die Möglichkeit. Trambahner hat wieder irgendwas mit nett geschrieben und ist deswegen wieder rausgeflogen. Eine andere Map. Leute, ich habe keine andere Map installiert. Kann so nicht arbeiten. Literal.io. Leute, Bremen ist doch noch nicht draußen. Oder ich bin zu dumm, den Link zu finden. Das ist natürlich auch möglich. Für was? Das Ding heißt Teamspeak und nicht Teamspeak. 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 Was ist ein Teamspeak? Hey, wake up. Was, ja, er hat sich aber korrigiert, er hat sich vertippt. Fahr Grundorf, haben wir doch schon mal. Ist doch schon durch. Installier ich jetzt Bremen. Alter. Grundorf hast du noch nicht durch, du musst noch zurückfahren. Fahr doch einfach mal eine Nachtlinie, weißt du? Das mit Bremen ist so billig. Warte mal. Ich hol mir was zu essen. Viel Spaß. Dann wieder. Also du holst eh auf Essen ist Vieh. Ja. Guck mal hier, ich bin noch nicht blöd. Hier, da. Zum Download. Nichts. Und Teamspeak? Gar nichts. Nichts. Gar nichts. Was ist das für eine Map? Was? Ach, Projekt Bremen. Bremen. Deswegen. Drück doch einfach mal nur auf Download. Download. Ganz einfach nur draufklicken. Nicht übergehen, sondern einfach nur draufklicken. Ja, hab ich. Die Inhalte auf dieser Seite stehen in jedem kostenlos zur Verfügung. Es ist jedoch untersagt, die angebotenen Lackierungen, Modifikationen, Objekte, Strecken, Inhalte auf anderen Internetseiten hochzuladen oder auf irgendeine Art und Weise zu vertreiben. Außerdem ist eine kommerzielle Nutzung strengstens untersagt. Alles klar. So. Airport Add-on. Ja, Airport Schlampe. Oh, das ist auch Ewigkeiten her. Ach du Scheiße. Jetzt kommen die alten Zeiten wieder hoch. Hat das einen Installer? I have found a Joghurt. Wen interessiert? OmsiAirport.wix.com. Oh nee. Alter. Okay, man spricht mit mir. Schnauze. So. Wo kann man das denn runterladen? Da. Ach, das gute alte OmsiAirport. OmsiDö. Da gibt's jetzt wieder die Bugs, oder? Stream Bugs. Vergiss nicht, die Kollision auszuschalten. Ich bin übrigens der schlechteste Mensch in diesen Captures. Oh doch, das können voll viele nicht. Study Group. Hat funktioniert. Hat nicht funktioniert. Authorized Download. Alter, ich bin zu schlecht. Ja, AirPod ist sehr buggy. Ich dachte, das ist OmSi. Nein, der Stream ist gleich wieder buggy, wenn du runterlädst. Dort ist nur ein bisschen die Farbe. Bisschen im Arsch, aber. Guck mal hier, ich bin noch nicht. Collect. Call. Collect Call. Return. Mal Webseite gucken, ist nicht erreichbar. Mal gucken, ob dann gleich wieder einer schreibt. Eigentlich wollte ich habe gerade versucht vorzuspulen, aber dann ist mir eingefallen, das ist ein Livestream. Das hattest du auch schon mal. Alter. Dieser Moment, wenn man Fatten so gut wie nie YouTube-Livestreams guckt. Alter, bin ich eigentlich zu blöd? Die Konzentration lässt nach. Erstens, du bist keine Frau, zweitens, du bist nicht blond, also. Wir machen jetzt Capture Simulator 2016. Einmal bitte ins Konzentrationslager. Ich hab's. Oh Gott, raus. Da ist ein Fenster. Springen. Okay, tschüss. So, jetzt geht's wieder los. Einmal in Camp Stahl, bitte. Lecker. 300 Kilobytes die Sekunde Download. 100 KB? Aha. Meckern wir nicht rum, ich lade 500 KB pro Sekunde runter. Wenn keiner im Internet ist. Das heißt, ich kann das jetzt runterladen lassen. Wir fahren jetzt 45 Minuten. Das heißt, wir fahren jetzt noch eine Runde Berlin und dann können wir Airport spielen. Felix, machst du das jetzt eigentlich öfter mit diesem Teamspeak Act? Ich hab's vor, es funktioniert ja.